Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte gar nicht so sehr über das Thema Corona sprechen, sondern eher darüber, was ich jetzt tun kann, um euch dabei zu unterstützen, um euch irgendwie Hilfestellung zu geben. Weil es wird jetzt so viel von Solidarität gesprochen und manchmal ist es einfach schwer umzusetzen. Was kann ich schon groß tun, denkt man dann vielleicht manchmal. Und dann habe ich aber überlegt, was ich tatsächlich tun kann. Und das, was ich tun kann und das, was ich euch heute in diesem Video damit anbieten möchte, ist, dass ich euch Unterstützung geben kann, mentale Unterstützung geben kann. Das heißt, ich möchte euch anbieten, dass ihr mich in den nächsten Wochen jederzeit anschreiben könnt, egal wo. Ob auf Instagram, auf Facebook, ob ihr mir eine E-Mail schreibt, das ist ja alles unten in der Infobox verlinkt. Einfach mal, um von euren Ängsten, von euren Problemen irgendjemandem mal erzählen zu können. Weil das ist ja erstmal was, was schon erstmal hilft, wenn man mal darüber reden kann, was man sich eigentlich gerade so für Gedanken macht. Und vielleicht habt ihr auch das Problem, so wie ich es die ersten Tage hatte, dass ich aus diesem negativen Gedankenstrudel gar nicht mehr herausgekommen bin am Anfang. Und da erstmal wieder einen Ausweg zu finden. Da braucht es manchmal nur so einen Impuls, der dir hilft, das Ganze wieder aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Also ich bin weder Team Panikmache, noch bin ich Team Gleichgültigkeit. Ich befinde mich so irgendwo dazwischen und versuche die Situation, so gut es geht, eben zu handeln. Und das sind so Sachen, wo ich euch halt helfen kann, dass ihr sagt, hey, ich muss mich mal auskotzen, ich muss das mal irgendjemandem erzählen, dann bin ich gerne dafür da. Auch wenn ihr in meinem WhatsApp-Verteiler seid, dann könnt ihr mir da auch super gerne eine Sprachnachricht schicken oder eine Nachricht schreiben. Das möchte ich euch sehr, sehr gerne anbieten als Möglichkeit, um euch dann vielleicht auch so den ein oder anderen kleinen Impuls zu geben, was ihr jetzt vielleicht tun könnt, um es für euch besser zu machen. Dann gibt es natürlich hier auch meine Meditationen. Da gibt es ja auch welche bei Instagram TV und über WhatsApp habe ich schon ganz viele geteilt. Einfach mal, um so wieder in sich zu kehren und zur Ruhe zu kommen und dieses Gedankenkarussell auch mal unterbrechen zu können, dann nutzt die sehr, sehr gerne. Ansonsten helfen mir tatsächlich auch gerade sehr die ätherischen Öle, sowohl für die Stimmungsaufhellung, als auch wir tun damit ganz, ganz viel gerade aktuell für unser Immunsystem und für die Desinfizierung. Wenn ihr da weitere Infos haben wollt, dann schreibt mich auch sehr gerne an. Dann berate ich euch da ein bisschen, was man da vielleicht gerade auch machen kann und nutzen kann. Und ansonsten wisst ihr natürlich, dass ich auch coache. Das heißt, wenn ihr sagt, es geht gerade gar nicht mehr, ich brauche jetzt hier Führung, ich brauche Unterstützung, ich brauche eine Veränderung, gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit, dann schreibt mir auch sehr, sehr gerne. Und dann teile ich euch mit, wie das Ganze aussehen kann, wie ich das Ganze für euch gestalten kann. Also wichtig ist mir gerade, dass ihr euch traut, mit euren Problemen zu mir zu kommen, mit euren auch negativen Gedanken zu mir zu kommen, einfach um es mal loszuwerden, einfach um es mal jemandem erzählen zu können und vielleicht mit kleinen Impulsen umdenken zu können. Und das ist einfach gerade die Hilfestellung, die Unterstützung, die ich leisten kann in dieser Situation. Und ich hoffe, dass einige von euch das Angebot annehmen und sich mit mir in Kontakt setzen. Das würde mir sehr helfen, zu wissen, dass ich dem einen oder anderen einfach ein bisschen helfen konnte, ein bisschen gut zureden konnte, ein bisschen auch Verständnis natürlich zeigen konnte. Ich freue mich jetzt sehr auf eure Nachrichten. Bleibt bitte alle gesund, seid vorsichtig und versucht trotzdem irgendwie das Leben zu genießen.